Es sind Momente, die sie nicht vergessen werden. Augenblicke, die für die Ewigkeit bleiben. Und Glücksgefühle zum Herz erweichen. Auch der zweite Tag der Special Olympics World Games liefert wieder jede Menge Geschichten. Von Heldinnen mit Humor und Herz und einem Helden, der sportlich herausragt. Kamogelo Montjo, der 5000-Meter-Läufer aus Südafrika, gewinnt mit einer Zeit unter 16 Minuten. Eine wirklich atemberaubende Leistung. Er ist zwar der Sieger, Gewinner sind sie aber alle irgendwie. Über die 800 Meter der Frauen ist Jennifer Bennett aus den USA am schnellsten. Es dauert eine gute Minute, bis dann schließlich auch die letzte im Ziel ist, die Ukrainerin Katerina Kudryavtseva. Und wer verstehen will, was den Geist der Special Olympics World Games ausmacht, der muss nur diese Bilder sehen. Und alles ist klar. Gemeinsam Spaß haben. Besonders gut geht das natürlich beim Beachvolleyball. Sommer, Sonne, Strand, fehlt eigentlich nur noch das Meer. Dafür ist aber immerhin der ehemalige Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk dabei, der durchaus eine gute Figur macht. Bei Sport, Spiel und Spaß. Egal von wo man es auch betrachtet. Große Emotionen aller Orten, auch bei den Open-Water-Wettbewerben in Berlin-Grünau. Trubel, Tränen, Triumphe. Und dieser große Auftritt des Siegers Trent Bethel aus Trinidad und Tobago, ein wahrer Champion im Wasser und an Land. Beim Hockey gibt es eine Überraschung zu vermelden. Ägypten gewinnt 2:1 gegen Belgien, ein rundum gelungener Auftritt. Der Jubelkönige vom Nil beim Kegeln, würde man sagen, alle Neune ganz schön elegant. Fast so wie bei der rhythmischen Sportgymnastik. Auch heute wieder ein absoluter Hingucker. Glänzende Auftritte, egal ob im Einzel oder mit dem Team. Diese Sportart muss einfach verzaubern. Hier geht es um Eleganz und dort um Kraft. Beim Kraft-Dreikampf und einer Frau, die das ganze Haus rockt. Madeleine Perez aus Venezuela. Sie begeistert einfach alle und ist selbst so begeistert von der ganzen Atmosphäre, von der Stimmung, dass sie immer besser wird. Powerlifting besteht aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben der letzten Disziplin. Und auch diese Last schafft Madeleine Perez und ist damit die Siegerin des Wettbewerbs und die Gewinnerin der Herzen. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung. Für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Alle Infos unter berlin2023.org.